fölkérem őt, hogy jöjjön és tartsa meg az összefoglalót. Bitösen Geistliche Hoheit, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie bitte keine Angst. Das war mein Manuskript. Das ist der Zettel. Erstens möchte ich auch namens des St. Georgs Ordens sehr, sehr herzlich danken, dass wir hier so eine ganz ausgezeichnete Veranstaltung erleben durften. Frau Generaldirektor Schmidt, lieber Freund von Hittig, lieber Dr. Gehry und wer das noch alles gemacht hat. Und vor allem auch lieber Kontur Dr. Gaber von Bordwane. Wenn Sie im Sommer in Wien waren, dann haben Sie Plakate gesehen, ganz große. Da war ein Bild von Kaiser Franz Josef und drauf gestanden ist, der ewige Kaiser. Und ich habe mir gedacht, das überlegt, das klingt eigentlich gut, und ging ins Café Landmann. Und im Café Landmann saß hinter mir ein deutsches Paar und ich hörte eine Dame sagen, siehste Klaus Hermann, Sie haben doch noch einen Kaiser. Und dann habe ich ein japanisches Paar getroffen und sie hat zu ihrem Mann gesagt, auf Japanisch, look darling, now we visit the Kaiser here. Also, was will ich damit sagen? Der ewige Kaiser. Das ist natürlich eine Anekdote. Aber mir sind eingefallen zwei Dinge. Das ewige Ungarn für heute und für immer. Und die ewige Dynastie. Und ich möchte Ihnen ganz kurz nur einige Höhepunkte in Ihrer eigenen Geschichte sagen, die mit dem Haus Habsburg verbunden sind. Denn ich als Diener dieses Hauses erlebe natürlich viel mehr Höhepunkte. Aber die geschichtlichen Höhepunkte sind 4 oder 5. Das eine, als Kaiser Leopold, der gar nicht Kaiser werden sollte, sondern eigentlich Geistlicher, der Bruder des König Ferdinand IV. War, der in der Geschichte nicht mehr bekannt ist, weil er jung starb, hatte 2 Fronten. Die französische, Ludwig XIV., östlich die türkische. Er hatte das Glück, nicht immer eine gute Regierung, aber immer gute Feldherren gehabt zu haben. Das eine war Raimondo Montecuccoli, das andere war Prinz Eugen und dann gab es noch den blauen Kurfürsten und den Türkenlos und so weiter. Und der hat Ungarn im Wesentlichen von den Türken befreit. Aber, Negatives, er hat Ungarn auch vom Wahlkönigtum zum Erbkönigtum gedacht. Positives, es war dadurch die Kontinuität gegeben. Das zweite ist, dass Maria Theresia verdankt die Rettung ihres Reiches den Ungarn. Denn als ihre angeheirateten Cousins, der Kurfürst von Sachsen und der Kurfürst von Bayern, neben den Preußen ihr Reich zerstören wollte, zerstückeln wollte, die pragmatische Sanktion nicht anerkennen wollte, ging sie mit ihrem Thronfolger, dem kleinen späteren Kaiser Josef, am Arm nach Pressburg und bat die Ungarn, damals vertreten durch die Magnaten, um Hilfe. Und sie wurde ihnen mit einem großen, großen Alien gewährt. Dann kamen natürlich andere Zeiten. Es kam Napoleon. Napoleon wollte die Ungarn dazu bringen, sich ihm zu unterwerfen. Aber die Ungarn blieben treu. Dann kamen wieder andere Zeiten. Schon unter Metternich
versuchte man in Ungarn die Verfassung zu verselbstständigen. Und es waren theoretische Überlegungen, die ganz ähnlich waren wie der Ausgleich von 1867. Und dann kam das Jahr 1866. Und der Kaiser hat als Feldherrn der Nordarmee den Ungarn Benedek gewählt. Warum hat er das gemacht? Nicht, weil er Angst gehabt hat, dass der zweite große Feldherr zu dieser Zeit, Erzherzog Albrecht, im Norden verlieren würde, weil für Erzherzog Albrecht war der nördliche Kriegsschauplatz der Kriegsschauplatz, den er kannte. Und er hatte auch in Custoza gegen eine dreifache Übermacht auf einem Kriegsschauplatz, den er nicht kannte, gesiegt. Nein, er nahm Benedikt, weil er dadurch die Treue und die Tapferkeit der Ungarn auszeichnen wollte. Benedikt hat sich leider zu wenig mit dem nördlichen Kriegsschauplatz befasst und es kam zu 67. Es kam aber eben auch zum Ausgleich. Zuerst wollte man 5 Königreiche, historisch vielleicht nicht so bekannt, und dann kam dieser Ausgleich. Wie sorgfältig aber Franz Josef diesen Ausgleich behandelt hat, können Sie in mehreren Büchern nachlesen. Franz Josef hat immer dann, wenn ein Gesetz gegeben hat, eine Verfassung gegeben hat, vollkommen buchstabengenau danach regiert. Er war eben redlich. Und wenn ich sage redlich, dann ist genau das auch das, was diese Dynastie auszeichnet. Die Habsburger waren immer redlich. Natürlich haben sie Fehler gemacht, selbstverständlich. Aber sie haben immer im Interesse des Hauses, des Reiches und seiner Menschen regiert. Es gab schon 1912 das Islamgesetz. Allerdings rechnet man da mit 1 Million ungefähr Bosniaken, und nicht mit einer Invasion, die uns die Frau Merkel beschert hat. Nein, mit Bosniaken. Es war gerecht. Die Juden hatten ihre Schutzherrschaft beim Kaiser. Es war ein blühendes jüdisches Leben in Wien, gerade im Fien de Sekel. Kaiser Karl hat es als seine Pflicht empfunden, zu versuchen, seiner Pflicht folgend, in Ungarn den Thron nochmals zu besteigen. Das ist nicht gelungen. Und das Interessante an diesem Kaiser, dessen Denkmal wir heute, ein sehr schönes Denkmal, eröffnet haben, ist, dass er auf der einen Seite tapfer wie kein anderer Regierender in dieser Zeit war, an jeder Front war, aber sofort sehen musste, das ist nicht zu gewinnen, da müssen wir Schluss machen. Und auf der anderen Seite sofort Friedensbemühungen, die leider schiefgegangen sind, gemacht hat. Und dennoch hat er, so krank er war, versucht, seine Verpflichtung, nämlich den Thron in Ungarn, zu besteigen, was nicht gelungen ist. Und wahrscheinlich Sandkastenspiele der Geschichte, hat das der große Otto von Habsburg immer genannt, Sandkastenspiele der Geschichte. Aber lassen Sie mir sagen, wäre Karl auf den Thron gekommen, wäre es vielleicht nicht zum faschistoiden Salasch-Regime gekommen, wäre es nicht zur russischen Besatzung gekommen. Wir wissen es nicht. Es war eben so. Und zum Schluss, denn ich habe versprochen, ganz kurz zu sein, warum ewige Dynastie? Wenn Sie im Jahr 1918 hat niemand mehr eine Krone auf die Habsburger gewettet. Sie waren weg, sie waren im Exil, ein Teil der Familie hat verzichtet und sich ins Privatleben zurückgezogen. Und die kaiserliche Familie wurde in unglaublicher Scheußlichkeit arm ins Exil geschickt. Dann, erstaunlicherweise, kam auf einmal Otto von Habsburg, sorgfältig erzogen von Kaiserin Zita. Und er wurde zum großen Europäer. Dann kam das Picknick, das paneuropäische Picknick im Jahr 1989. Und Otto hat sich unglaublich bemüht, dass Ungarn wieder in jeder Weise in die westliche Gemeinschaft eingegliedert wird. Und dann starb Erzherzog Otto. Es war ein schönes Begräbnis, es war ein Staatsbegräbnis und viele Republikaner mögen gesäuft haben, na jetzt ist er weg. Gott sei Dank, wir machen ein schönes Begräbnis. Und dann kamen seine Söhne und die ganze kaiserliche Familie. Und heute blüht der Gedanken dieser Familie,
der Gedanken dieser Familie in den Ländern, die so lange miteinander verbunden waren. Ganz, ganz stark. Es gibt immer mehr Gruppen und Gruppierungen, die sagen, wir müssen mit dieser Familie in die Zukunft gehen, in welcher Form auch immer. Und Ungarn zeigt diese Form vor. Sie haben heute zwei Erzherzige, die Botschafter sind. Sie haben dieses schöne Kaiser-Karl-Denkmal. Und sie machen das, was Otto immer gesagt hat. Kein Europa ohne ein christliches Europa. Kein Europa ohne ein christliches Europa. Die Gefahr, in der wir laufen, ist nicht nur das katastrophale Management der EU, die wir brauchen, aber wir müssen sie verbessern. Die Gefahr ist auch, dass dieser Kontinent immer mehr zu einem beliebigen Mischmasch wird. Ohne Werte, ohne Christentum und ohne wirkliche Führung. Und darum, meine Damen und Herren, ist uns und dem Großmeister Erzherzog Karl der Georgsorden so wichtig, weil wir Werte haben. Und diese Werte heißt christlich, wertkonservativ, wirtschaftsliberal, verteidigungsfreundlich und europäisch und vor allem der Geschichte verbunden. Und lassen Sie meinen letzten Satz sagen. Erzherzog Eduard, ungarischer Botschafter beim Vatikan, hat neulich in einem Presseinterview gesagt, es hat Schwierigkeiten gegeben in der österreichischen und der ungarischen Geschichte. Aber heute wissen wir eins, zusammen wird es uns gut gehen, getrennt niemals. Danke.